wie ich Kunst definiere. Also erstmal ist Kunst für mich was Großartiges natürlich, weil es so umfassend ist und so unendlich vielseitig und vielfältig. Und für mich natürlich im Persönlichen das, wo ich meine Lebenszeit mit verbringe und womit ich mich auseinandersetze. Das ist natürlich elementar für die Menschen auch, ne, für unsere Welt. Auch wenn viele Kunst eher so als Luxus- oder Begleiterscheinung wahrnehmen, ist es natürlich unglaublich wichtig, weil sie ja auch immer einen Gegenpol zum Alltag bildet. Also die Kunst bezieht sich ja sehr oft auf den Alltag und greift da ja auch sehr stark ein oder vernetzt sich mit dem Alltag oder reagiert auf den Alltag. Aber sie ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Element, weil sie alles aushebelt, was das alltägliche Leben dann wieder ausmacht oder das Stupide des Alltags vielleicht. Und weil sie natürlich auch die Absurditäten unseres Lebens, die wir oft vielleicht gar nicht so wahrnehmen, wenn wir tagtäglich immer die gleichen Dinge tun, also das Absurde, das hinter unseren Tätigkeiten, hinter unseren Lebenszielen, hinter Aufgaben, hinter Meinungen steht, beleuchtet und uns einen Spiegel vorhält. In der Zeit sind relativ großformatige Arbeiten auf Leinwand entstanden, so zwischen Zeichnung und Malerei. Und das sind amorphe Gebilde, Netzstrukturen, Überlagerungen. Es ist etwas diffus, es sind dunkler angelegte Arbeiten und es sind Formen oder Gebilde, die sich ausbreiten über das Format hinweg und die ja, die auch so zwischen weich und stachelig und greifbar und nicht greifbar changieren. Und da ist sicherlich etwas eingeflossen aus dieser Atmosphäre, aus diesen Gedanken, aus dieser Stimmung, die während dieser Corona-Zeit geherrscht hat. Also die Kunst hat ganz, ganz viele Aspekte und sie steht vor allen Dingen, das wird aber auch in der heutigen Gesellschaft oder in unserer heutigen Welt oft auch vergessen oder nicht beachtet, dass sie für sich steht. Oft ist ja heute die Kunst Mittel zum Zweck, um etwas zu erreichen, um Leerstände zu füllen, Leute zu bespaßen. Dann wird oft die Kunst gefragt, aber sie steht natürlich in erster Linie für sich und muss sich auch nicht begründen oder einen Sinn ergeben oder einen Zweck erfüllen, sondern sie ist eigenständig. Und das ist sicherlich auch das, was mich daran so fasziniert und weswegen ich meine künstlerische Tätigkeit verfolge. Das ist eine große Herausforderung natürlich auch, weil man da auch in vielen Bereichen auch auf Unverständnis stößt, aber es ist eine große Erfüllung auch. Und das ist das, was mich antreibt. Thank you.